Guten Morgen. Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Rosacea. Das ist die Seite 74 und es geht bis 97. Das heißt, ich habe schon mehr als drei Viertel geschafft. Nee, nicht mal mehr. Weiß ich nicht. Wo geht denn das Kapitel los? Es geht los auf Seite 16. Das heißt, zwei Drittel habe ich geschafft. So. Boah, ist noch früh am. Es ist nicht früh am Morgen. Ich bin eben aus dem Bett gefallen. Und habe mich geärgert. So. Rosacea. Ich lese vor. Rosacea, eine Rosacea, auch bekannt als Gesichtsrose, Kupferrose oder Kupferfinne, ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der Blutgefäße und des Bindegewebes der Haut, die sich hauptsächlich im Gesicht zeigt. Rosacea tritt vor allem bei Erwachsenen auf, meist zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Hellhäutige Hauttypen sind eher gefährdet als dunkelhäutige. Warum behandeln? Rosacea empfinden die Betroffenen je nach Schweregrad als unangenehm und wollen daher die Beschwerden lindern. Die Haut brennt und sticht. Sie erscheint trockener als sonst und kann an einzelnen Stellen aufquellen. In Klammern Stadium 1, Klammer zu. Im weiteren Verlauf können sich ähnlich wie bei Akne entzündete Papeln und Pusteln bilden. In Klammern Stadium 2, Klammer zu. Im Stadium 3 verdickt sich das Bindegewebe knollenartig, bei Männern oft an der Nase, was häufig dazu führt, dass sie irrtümlich als Trinker verdächtigt werden. Was bringen neue Medikamente? Ein Gel mit dem Wirkstoff Brimonidin ist seit 2014 zur Behandlung der Gesichtsrötung bei Rosacea zugelassen. Es sorgt dafür, dass sich die kleinen Blutgefäße in der Haut verengen. Dadurch nimmt die Rötung etwa bei jedem vierten Behandelten deutlich ab. Andere Symptome oder die Ursache der Rosacea werden nicht beeinflusst. Die Wirkung ist 3 bis 6 Stunden nach der Anwendung am größten und nimmt dann ab. Als Nebenwirkung kann die Haut blass erscheinen oder auch brennen. Brimonidin ist hier gar nicht aufgeführt. Naja, dann sollte man wahrscheinlich auch die Finger davon lassen. Was kann ich selbst tun? Wenn Sie den Verdacht haben, dass bestimmte äußere Faktoren den Zustand Ihrer Haut verschlechtern, sollten Sie über alles, was Sie in Ihrem Alltag tun, Tagebuch führen, um diese Faktoren möglichst präzise identifizieren zu können. Einen praktischen Fragebogen hierzu finden Sie im Internet unter www.gesundheitsinformation.de im Rosacea-Tagebuch. Wie lässt sich vorbeugen? Am wichtigsten ist, dass Sie den natürlichen Schutzfilm der Haut erhalten. Verzichten Sie daher auf alkoholhaltiges Gesichtswasser, auf Kosmetika mit Zusätzen wie Konservierungsmittel, chemische Lichtschutzfilter, Parfüm oder ätherische Öle. Lassen Sie Make-up weg, vor allem wasserfestes.
Die nötige intensive Reinigung danach strapaziert die Haut zu sehr. Meinen Sie zudem kortisonhaltige Cremes. Sie können das Hautbild verschlechtern. Umgehen Sie Sonnenbäder und benutzen Sie auch schon im Frühjahr Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Zum Reinigen der Gesichtshaut verwenden Sie am besten nur lauwarmes Wasser und eine milde Reinigungslotion oder Syndets, was auch immer das ist, zur Hautpflege. Am besten nicht fettende Feuchtigkeitscremes. Zur Hautpflege am besten nicht fettende Feuchtigkeitscremes. Okay, ja. Nicht fettende Feuchtigkeitscremes ist fließendes Wasser. Das ist nicht fettend und feucht. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Es gibt nur rezeptpflichtige Medikamente und die Wirkstoffe sind Doxycyclin, das ist gelb, das kommt ein paar Mal öfter vor. Dann gibt es Metronidazol, das ist geeignet, grün. Minocyclin ist gelb, mit Einschränkung geeignet. Und Acelainsäure ist grün. Geeignet. Und es geht den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge weiter mit Antibiotika innerlich angewendet und das ist Doxycyclin und Minocyclin. Ja, das Kapitel ist relativ schnell, das hat sich schnell erledigt. So, schnell, das Kapitel ist nicht schnell, das Kapitel ist kurz, das hat sich schnell erledigt. So.